Bei der Pressekonferenz am Dienstag sprach Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zwei wesentliche Punkte an, um künftig Party-Eskalationen wie am Wochenende zu vermeiden. Zum einen eine Deeskalationsmaßnahme, und zwar werden bereits am kommenden Wochenende sogenannte Awareness-Teams eingesetzt, die die Jugendlichen bzw. Menschen auf ihre Regeln und bzw. die Maßnahmen aufmerksam machen. Zum anderen sprach Wiederkehr aber auch den Kultursommer an, der wie geplant stattfinden wird, aber um eine eigene Clubschiene erweitert werden soll, damit auch die Jugendkultur stattfinden kann. Als größte Herausforderung in diesem Zusammenhang hat Vizebürgermeister Wiederkehr die Sperrstunde angesprochen. Diese ist nach wie vor ja noch ab 22 Uhr gültig. Am 10. Juni soll diese ausgeweitet werden auf 24 Uhr und ab 1. Juli soll es dann überhaupt keine Sperrstunde mehr geben.